Der GAC Aion LX Plus. Was? Noch nie gehört? Ich vorher auch nicht, aber die technischen Daten scheinen durchaus einen näheren Blick wert zu sein. Deshalb erfahrt ihr alles, was es zum Aion LX Plus zu wissen gibt, jetzt hier auf Project Drive. Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglieder werden und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. GAC. Die drei Buchstaben stehen für Guangzhou Automobile Group. Das Unternehmen wurde in den 2000er Jahren zum Mutterkonzern GAIC, Guangzhou Automobile Industry Group, mit über 60.000 Mitarbeitern ins Leben gerufen und hat 2010 das erste Auto auf den chinesischen Markt gebracht, welches allerdings noch ein Verbrenner war. Die reine Elektro-Untermarke Aion erschien 2018, die erste Version des LX ging Ende 2019 in Produktion. Vom Design her ähnelt der Aion LX Plus dem ausgehenden LX. Das neu gestaltete Gesicht hat dank des gitterlosen Looks und des stärker geformten Stoßfängers mit einem einzigen Einlass und einem ausgeprägten Splitter ein sauberes Design. Die LED-Scheinwerfer bleiben erhalten, das Profil und das sportliche Heck sehen identisch aus. Ein weiteres wichtiges Upgrade sind die drei LiDAR-Sensoren von RoboSense, die verbesserte autonome Fahreigenschaften bieten. Diese sind von außen sichtbar, wobei einer auf dem Dach und zwei weitere an den vorderen Kotflügeln angebracht sind und einen 300-Grad-Winkel um das Fahrzeug herum abdecken. Im Inneren verfügt das neu gestaltete Armaturenbrett über einen großen freistehenden 15,6 Zoll Infotainment Touchscreen mit aktualisierter Hardware in Form des 8-Kern-Prozessors Qualcomm 8155 und einer neuen Software namens Adigo 4.0. Der Rest der Kabine sieht vertraut aus, während die Ausstattung ein Panoramaschiebedach, ein 10-Lautsprecher-Audiosystem von Alpine und eine weiße Nappa-Lederpolsterung umfasst. Der GAC Aion LX Plus ist 4,83 Meter lang, 1,93 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Das Leergewicht beträgt 2720 Kilogramm. Die Basisvarianten mit dem Beinamen 80 verfügen über einen etwa 93 Kilowattstunden großen Akku, welcher Reichweiten von bis zu 650 Kilometer ermöglichen soll und damit bereits die meisten aktuellen Elektroautos in den Schatten stellt. Die in Anführungszeichen kleinen Varianten sind zudem mit einem besonders starken Allradantrieb erhältlich, welcher den Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden erledigt. Die Varianten mit Zweiradantrieb, welche den Fokus auf Effizienz und maximale Reichweite gelegt haben, brauchen dafür knapp 8 Sekunden. Das Topmodell 1000 Mile Edition ist etwas irreführend benannt, denn 1000 Meilen entsprechen 1600 Kilometer und die schafft das Auto mit Sicherheit nicht. Aber der enorm große 144 Kilowattstunden Akku soll für knapp über 1000 Kilometer ausreichen. Dabei soll das Fahrzeug 15,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer nach NEFZ verbrauchen. Nicht nur die Reichweite, sondern auch die Ladegeschwindigkeit ist der Konkurrenz weit voraus. Der Hersteller wirbt mit 500 kW Ladegeschwindigkeit in der Spitze. Damit sollten 15 Minuten von 10-80% Ladestand realistisch sein. Aufgrund der eher durchschnittlichen Energiedichte von 205 Wattstunden pro Kilogramm sollte der Akku rechnerisch ein Gewicht von ganzen 700 Kilo auf die Waage bringen. Fast so viel wie ein alter VW Käfer. Das Auto ist mit zwei Elektromotoren ausgestattet, die zusammen 540 kW oder 734 PS leisten, die über ein Zweiganggetriebe auf alle vier Räder übertragen werden. Infolgedessen beschleunigt der Aion LX Plus in 2,9 Sekunden von 0 auf 100, was langsamer ist als das Tesla Model X Plaid, aber für einen fünftürigen SUV immer noch rasend schnell. Neben der Version mit 144,4 Kilowattstunden bietet Aion noch drei weitere Versionen des LX Plus an, die eine 93,3 Kilowattstunden große Batterie nutzen. Das Basismodell mit einem 180 kW starken Motor kommt 650 km weit und kostet ab 39.750 Euro. Die beiden anderen Versionen nutzen zwei dieser E-Motoren und bieten einen 360 kW starken Allrad. Die Reichweite liegt dann noch bei 600 km, die Preise zwischen 45.700 bis 56.800 Euro.
Wie gefällt euch der Aion LX Plus? Überschwemmen die Chinesen eventuell gerade den Elektroautomarkt? Sagt mir das in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.